Look deep in yourself, deep, deep in yourself. Life can be challenging, hard and complex. Be ready for the challenge, take a deep breath and stand up with a straight in your legs. Go left, look deep in yourself, deep, deep in yourself. Life can be Anfang Juni 2011 trafen sich nach den Ereignissen um und in den Protestcamps in Spanien und nach einem Aufruf von Saskia auf dem Alexanderplatz einige Leute, um sich über die Auswirkungen unseres undemokratischen parlamentarischen Systems zu empören und um sich für eine echte Demokratie, und zwar jetzt, einzusetzen. Zweimal pro Woche, seltenst bei Sonnenschein, wurde diskutiert, erwogen, gestritten und gemeinsam nachgedacht, kreative Aktionen durchgeführt, mit Passanten gesprochen und an dem gemeinsamen Plan, ein Camp nach spanischem Vorbild auf dem Alexanderplatz zu errichten, gearbeitet. Wir haben uns dabei anders und aufregend kennengelernt. Wir haben gemerkt, wie wichtig dieses Kennenlernen ist, wenn man miteinander reden will. Basisdemokratie war und ist unser Ziel. Echte Demokratie von unten als Lösung für die gewaltigen Probleme unserer Gesellschaft, aber auch als Ausweg, um wieder zu einem schöneren, glücklicheren, friedvollen Leben finden zu können. Wenn man uns Hippie-Romantiker schimpfte, waren wir auch ein klein wenig stolz darauf. Das Träumen war nämlich erlaubt. Am 20.08. dann sollte es losgehen. Eine große Veranstaltung wurde angemeldet, Flying Circus genannt. Zusammen mit Grauzone und DJs der elektronischen Klangkost wurde Musik gespielt, getanzt, es wurden Reden gehalten, das Publikum wurde über die Sache mit der echten Demokratie informiert. Ich hab's gemacht, ich habe mich virtuell empört. Daraus ist aCAMPada Berlin entstanden. Eine Gruppe von Menschen, die sich zweimal in der Woche hier auf dem Alexanderplatz zusammenfindet. Wir sind normale Menschen. Wir sind wie du, Menschen, die jeden Morgen aufstehen, um studieren zu gehen, zur Arbeit zu gehen oder einen Job zu finden. Insgesamt war es ein bunter, hoffnungsvoller, wunderschöner Tag. Man könnte auch sagen, eine Party, wie wir sie alle noch nicht erlebt hatten, weil es eine Party um den Willen war, etwas zu verändern. Ich fordere meine Verantwortung zurück. Vielen Dank. Und all das nur, um dieses kaputte Uhrwerk am Laufen zu halten, das schon längst gar nicht mehr weiß, dass es als Uhrwerk mal dazu da war, die Zeit anzuzeigen. Geschweige denn, dass es das noch irgendwie könnte. Das klingt einfach. Und ganz, ganz lange schon lassen wir uns einreden, dass das Stammtischparolen oder Binsenweisheiten sind. Und vielleicht ist das auch so. Aber wir sind hier, um diesen ersten Schritt der Empörung kundzutun. Ein Ausdruck eines Traums, eine ganz neue Protestform, eine Protestparty der hoffnungsvollsten Art. Demokratie von unten ist keine Hippie-Romantik, sondern Demokratie. Am Abend dann das, worauf wir uns so lange vorbereitet hatten. Die spontane Entscheidung zu bleiben und mit dem Camp zu starten. Nach einer Hauptversammlung derer, die dageblieben waren, wurden die ersten Zelte aufgebaut. Großartig. Ein bisschen sah es schon aus wie ein Camp. Und noch mehr fühlte es sich so an. Living that are coming after you. Just I gotta kill you.
Freilich machte die Polizei dem Ganzen schnell ein Ende. Zelte wurden als Mittel politischer Meinungsäußerung nicht anerkannt. Wie Protest auszusehen hat, entscheidet hier der Staat und nicht der Protestierende. Wir blieben trotzdem. Ein Pavillon war mehr als nichts. Wir nannten ihn Trotzig Trotzdem Camp, weil dafür stand er da. Und dafür hielten wir hier die Stellung. Das Projekt ging in eine neue Phase. Bis Freitagmittag gab es eine Art Genehmigung, wenn auch mit all ihren absurden Einschränkungen. Unterstellen bei Regen verboten, Schlafen nicht gestattet, Sitzen auf Stühlen untersagt. Und dann ging alles ganz schnell. Plötzlich waren wir mehr. Immer noch viel, viel zu wenige, aber für uns entscheidend mehr. Es gab neue Köpfe, die brachten Organigramme ein. Der Ruf nach homogenen Gruppen, nach Strukturen wurde laut. Die ausgemergelte Kerncrew stand ausgemergelt neben sich, freute sich und war verwundert zugleich. Engagement wurde gezeigt von tollen neuen Leuten. Die Polizei nörgelte, nölte, blockierte, verhinderte, nervte, widersprach, schränkte ein, tat, was sie eben tun muss, das Bestehende bewahren. Wir waren und sind Träumer. Wir sind im Zweifel stolz darauf, nicht auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Mag uns das vorwerfen, wer sich den Träumen überlegen fühlt. Mag das ausnützen, wer seine eigenen Ego-Interessen auf Teufel komm raus unterbringen will. Der Traum ist da. Es kann und muss funktionieren. Wir alle. Kommunikation, Kooperation. Wir rocken das. Wir entziehen gemeinsam den Regierenden ihre Legitimation. Wir machen nicht mehr mit. Und machen es einfach selbst. Und im Zentrum unseres Handelns gab es selbstverständlich Generalversammlungen, in denen wir uns in echter Demokratie übten. Das Gremium aller ist eine schwierige Angelegenheit. Das haben wir gemerkt. Demut und Konzentration zur gemeinsamen Meinungsbildung müssen wir neu erlernen, weil wir alle logischerweise massiv geprägt sind vom spalterischen Konkurrenzverhalten unserer Gesellschaft. Aber wir sind darin immer besser geworden, sind tagtäglich weitere Schritte gegangen und haben vor allem gemerkt, wie gut uns diese Veränderung unseres Miteinanders tut. Und andererseits die Potenzialseher. Öffentlichkeitsarbeit, Orga-Teams, moderierte Assembleas. Hier geht was, wenn wir durchhalten. Dazwischen kamen Spinner und Besserwisser. Auf dem Platz und vor allem im einschlägig bekannten sozialen Netzwerk, dessen blaue Farbe irgendwann keiner von uns je wieder wird ertragen können. Die bestimmt am häufigsten geäußerte Forderung an uns war und ist immer wieder: Nennt eure Lösungen, sagt, wie ihr es machen wollt. Einige lassen sich davon immer wieder aus der revolutionären Ruhe bringen, immer wieder auf den Assembleas zu spüren, der verdammte Drang, Lösungen durchzusetzen. Nein, wir sind Spinner, die glauben, dass wir erst alle gemeinsam diese Lösungen erarbeiten werden. Das ist der Reiz an der ganzen Sache. Das ist andererseits ihr heiligstes Grundgesetz. Wir wissen, dass es so nicht weitergehen kann. Wir wissen, dass kein fertiger, besserer Plan für die ganze Welt irgendwo auf der Welt parat liegt. Und wir wissen auch, dass wir nur alle zusammen die entsprechenden Lösungen finden werden. Spinner, Obdachlose, Punks und sonstige Freaks haben wir angezogen auf dem Alexanderplatz, als wären wir das Licht für Motten, die bislang gar nicht mehr wussten, dass es Licht überhaupt gibt. Manche fanden das abstoßend, in Wirklichkeit war es real. Das, was unsere real existierende Solidargemeinschaft ebenso zu bieten in der Lage ist. Fast eine ganze Woche standen wir auf dem Platz. Am Freitag 12 Uhr war dann Schluss. Der Pavillon war weg. Auch das Verwaltungsgericht wollte unsere Zelte nicht anerkennen. Wir wollten das nicht hinnehmen und veranstalteten einen Marsch vom Brandenburger Tor zum Alexanderplatz. Ein bunter, friedlicher Lauf. Mit Zelten, versteht sich. Die überforderte Polizei hat uns freundlicherweise begleitet. Auf dem Alex dann kam es zum ersten Mal zum für die Bewegung durchaus wichtigen Schritt in den zivilen Ungehorsam. Wir bleiben hier. Das ist kein Spiel. Wir wollen ein anderes Land, einen anderen Staat.
Unsere friedliche Revolution kann der bestehende Staat nicht dulden können. Das muss jedem klar sein. Hier trennt sich die Gefällt-mir-Klicker-Spreu vom Geh-auf-die-Straße-Weizen. Die Polizei spielte mit und prügelte ein paar niedliche, absolut friedliche Demonstranten vom Platz. Meinungsfreiheit und Demokratie forderten die einen. Die anderen killten den Rest, der davon übrig geblieben war. Eine Woche auf der Straße war ein wichtiges und uns alle forderndes Erlebnis. Aber da gehört diese Bewegung hin. Eine Revolution passiert nicht in Hinterzimmern und Internetforen, sondern auf der Straße. Ein Anfang ist gemacht. Dranbleiben heißt es jetzt. aCAMPada Berlin ist nun in der Welt. Der basisdemokratische Grundgedanke lebt und wird sich verbreiten, wird immer mehr Leute anstecken. Viva la Revolution!